Fabrik, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Frau Böck, zuallererst muss ich Sie belehren. Als Zeugin müssen Sie hier natürlich die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Ursula Böck, 55 Jahre alt. Sie wohnen in Paderborn. Sie sind geschieden, Sie sind Hausfrau und Sie sind die Mutter des Angeklagten. Und als Mutter haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Niemand verlangt von der Mutter, dass sie gegen den eigenen Sohn aussagt. Wenn Sie bereit sind, auszusagen, muss es natürlich die Wahrheit sein. Ja, ich möchte aussagen. Sie wollen aussagen. Es geht heute um den 28. Juli 2007. Können Sie sich erinnern, ob und gegebenenfalls wann Ihr Sohn an dem Abend oder in der Nacht nach Hause gekommen ist? Er ist an dem Abend überhaupt nicht nach Hause gekommen. Mama, was sagst du denn da? Natürlich war ich da. Ich war in meinem Zimmer. Wäre es denn theoretisch möglich, dass Sie nicht bemerkt haben, wenn er nach Hause kommt? Ja, eigentlich nicht. Er muss ja immer an meinem Wohnzimmer vorbei, wenn er in sein Zimmer geht. Und ich habe auch nachgeschaut. Es war niemand da. Mhm. Wann haben Sie nachgeschaut in seinem Zimmer? Ja, es war so um 10:30 und das Licht war aus und es war auch niemand drin. Herr Birk, vielleicht hätten Sie Ihre Mutter informieren sollen, wenn Sie sie hier als Alibi missbrauchen wollen. Hören Sie, meine Mutter irrt sich. Ich war im Zimmer. Mich konnte man aber nicht sehen. Weil Sie unsichtbar waren, oder was? Nein, mein Zimmer ist unterm Dach und wenn ich meine Ruhe brauche, klettere ich einfach aus dem Fenster und setze mich oben auf den Ziegeln. Und da kann man mich nicht sehen. Sie wollen also auf dem Dach gesessen haben? Ja. Und wie lange wollen Sie auf dem Dach gesessen haben? So 2-3 Stunden, ich weiß es nicht mehr, aber ich brauchte einfach meine Ruhe, wollte allein sein und über alles nachdenken. Ja, schön und gut, Ihre Mutter hätte trotzdem mitbekommen müssen, wie Sie nach Hause gekommen sind. Sie hat aber nichts mitbekommen. Ha? Kann es sein, dass Sie eingenickt sind, Frau Birk? Naja, vielleicht bin ich ein bisschen eingedöst. Aber das war früher eigentlich auch immer so und da habe ich Philipp auch immer gehört. Ja, und er kann überhaupt nicht leise sein. Unsere Treppe, die knarrt ja immer so. Aber ich habe mir extra die Schuhe ausgezogen. Herr Birk, wie viele Vorkehrungsmaßnahmen wollen Sie getroffen haben, um ja keinen Zeugen für sich zu haben? Mal ehrlich. Ich hatte einfach keine Lust, mit meiner Mutter wieder über meine Ehe zu diskutieren. Aber ich hatte ihm gesagt, er soll nicht zu diesem Feuerwehrfest gehen. Er sollte Maike mal ein bisschen Luft lassen. Das heißt, Sie haben Ihren Sohn gesehen, bevor er da hingegangen ist zum Feuerwehrfest? Ja, wir haben den ganzen Nachmittag darüber geredet. Ich habe vorher ein Telefongespräch zwischen den beiden mitbekommen. Wissen Sie noch, ob Ihr Sohn, als er da aufs Feuerwehrfest gegangen ist, eine Lederjacke anhatte? Und ob er vielleicht eine Pistole dabei hatte? Also mit der Jacke, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wenn ich eine Pistole gesehen hätte, hätte ich ihn bestimmt nicht gehen lassen. Also wahrscheinlich hätte ich da die Polizei gerufen. Was soll das denn jetzt? Sie hatte früher mein Gewehr immer bei uns im Keller. Tja, da hattest du dich auch noch einigermaßen unter Kontrolle. Mama, was soll das denn jetzt heißen? Ach, Philipp hat immer diese unkontrollierten Wutausbrüche. Mhm. Wissen Sie, er ist schrecklich eifersüchtig. Das war bis jetzt bei jeder Freundin so und auch bei Maike. Und dabei habe ich so gehofft, dass er mal ein bisschen ruhiger wird, wenn er so ein nettes Mädchen kennenlernt wie Maike. Das hat wohl nichts gebracht. Ja, und dabei wart ihr immer so lieb miteinander. Aber ich verstehe dich, warum du so handelst. Mama, was redest du denn jetzt hier? Ja, sag mal, glaubst du denn nicht, es bricht mir das Herz, wenn ich sowas hier über dich sagen muss? Mein Gott, nochmal, wenn ich so gegen dich sein muss. Aber schau doch mal, was passiert ist. Du sitzt da. Das bedeutet aber nicht, dass ihr Sohn auch der wahre Täter ist. Oh Gott, Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie sehr ich mir das wünsche. Mama, aber du weißt das doch. Du kennst mich doch. Du weißt doch, dass ich sowas nie machen würde. Hallo, Frau Weber, grüß Sie. Hallo, Herr Seehoff. Ich dachte, Sie sind heute Zeuge. Ja, das stimmt schon. Frau Weber, ich habe mir erlaubt, ein Faxi herschicken zu lassen. Ist doch in Ordnung, ja, oder? Ja, klar, natürlich. Da ist auch gerade was gekommen. Ja? Ach, für Sie. Ach, das, genau, da steht mein Name drauf. Ich danke Ihnen erstmal. Schauen wir mal. Täterbeschreibung. Nationalität Deutsch. Alter 30 bis 40. Größe 1,75 bis 1,80. Mhm. Haarfarbe braun. Kleidung, Mantel, Jacke in Weiß, Beige, Besonderheiten, Tätowierung am linken Oberarm, Amazone. Die Tätowierung, mein Gott! Was ist denn? Frau Weber, ich muss dringend noch mal mit dem Herrn Richter sprechen, ja? Erstmal vielen Dank für das Fax, danke. Gerne. Und du weißt doch auch, was die Trennung mit mir gemacht hat. Als ob das hier immer nur um dich geht, du kannst dich auch mal um sie kümmern. Meinst du, das ist nicht auch schlimm für uns? Seeloff, was gibt's denn? Herr Vorsitzender, ich unterbreche wirklich ungern, aber ich habe noch wichtige Informationen für Sie. Aha. Und das hat mit der Hauptverhandlung hier heute zu tun? Ich fürchte ja. Herr Seeloff, naja, Sie haben Dienst für eigentlich, aber Sie können es nicht lassen. Also, dann bringen Sie es mal bitte. Gibt es denn noch Fragen hier? Keine Fragen mehr. Frau Böck, da bleiben Sie unvereidigt. Herzlichen Dank, Sie dürfen hinten Platz nehmen. Ja, Herr Seeloff, dann kommen Sie noch mal in die Mitte. Wie gesagt, Sie können es nicht lassen. Hm?
Ich würde Sie nicht noch mal auffallen, wenn es nicht wichtig wäre. Das weiß ich, sonst hätte ich Sie jetzt nicht noch mal hier in die Mitte geholt. Die Zeugenpflichten sind Ihnen nach wie vor bewusst. Sie müssen die Wahrheit sagen. Ja? Was haben Sie uns denn Wichtiges mitzuteilen? Also, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich müsste da etwas ausholen. Ja, bitteschön. Fangen Sie einfach mal an. Okay, also wie Sie vielleicht wissen, habe ich ja viele Freunde und Bekannte bei der Polizei. Ja. Das liegt daran, weil ich in einigen Polizeisportvereinen als Trainer tätig bin. Und einer dieser Trainer ist auch der Günther Unstedt. Ja, das ist der Polizist, über den wir uns unterhalten haben vor der Verhandlung. Ne? Der wurde gestern Abend angeschossen. Mhm. Ja, genau. Und der Täter ist immer noch flüchtig. Aber ich glaube, ich weiß, wer auf ihn geschossen hat. Es gibt nämlich eine Täterbeschreibung, wenn ich kurz zu Ihnen nach vorne kommen darf. Ja. Also diese Täterbeschreibung hat mir heute ein Kollege von Günther hier ins Gericht gefaxt. Ja. Und Sie glauben, dass Sie jemanden kennen, auf den diese Täterbeschreibung passt? Also von der Beschreibung her glaube ich schon, dass ich den Herrn kenne. Vor allen Dingen die Tätowierung ist sehr auffällig. Ich meine, vor einigen Jahren die Bekanntschaft mit diesem Herrn gemacht zu haben. Und bei welcher Gelegenheit? Naja, also das war wie folgt. Der Günther und ich, wir kamen gerade zurück vom Training und waren auf der Autobahn. Und da ist uns das Benzin fast ausgegangen. Wir waren auf dem Rückweg. Ja, mussten halt irgendwo tanken, sind an der nächsten Tankstelle raus. Und genau als wir da an der Tankstelle eintrafen, wurde diese Tankstelle gerade überfallen von einem Mann und einer Frau. Und da sind Sie dazugekommen? Ja, wir sind dann praktisch mitten da reingestoßen. Und der Günther war voll uniformiert. Er hat also seine Pistole gezogen. Ja, und das Räuberpärchen, das war bis an die Zähne bewaffnet. Hat auf uns geschossen. Und dann haben sie probiert, mit dem Auto zu verschwinden. Ihre Formulierung entnehme ich, dass Sie es nicht geschafft haben zu flüchten. Nee, Sie haben es nicht geschafft. Warum? Weil der Motor schlichtweg nicht angesprungen ist. Ja, und die Dame hat dann voll Panik bekommen. Sie saß ja im Auto, ist ausgestiegen, ist einfach losgelaufen. Wie gesagt, in Panik, ist direkt auf die Autobahn losgelaufen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, es war Winter, es war dunkel, kalt, schlechte Sicht. Ja. Mhm. Und sie ist auf die Autobahn gelaufen und ja, der Autofahrer hat sie da wohl nicht mehr richtig gesehen. Das heißt, er hat sie erfasst und sie ist verletzt worden. Er hat sie erfasst, sie ist nicht nur verletzt worden, sondern sie ist tot. Und der Mann, was ist aus dem geworden? Ja, der hat das Ganze natürlich mitbekommen, was da passiert ist, auch mit seiner Freundin oder Frau. Und der war so geschockt, den konnten wir widerstandslos festnehmen. Wissen Sie noch den Namen des Mannes? Ja, sein Name war Tim Leiker. Und von der Beschreibung her könnte es genau der Täter gewesen sein, der auf meinen Freund Günther Unstedt geschossen hat. Mhm. Naja, der müsste halt die letzten Jahre im Gefängnis verbracht haben. Aber es kann ja durchaus sein, dass er schon wieder draußen ist. Herr Staatsanwalt, vielleicht erkundigen Sie sich einfach mal, was mit diesem Herrn Leiker inzwischen ist. Gut, wir warten so lange, würde ich sagen. Hm? Lukas, Staatsanwaltschaft. Ganz kurz müssten Sie eins für mich klären. Tim Leiker, ob der bei Ihnen noch sitzt wegen schweren Raubes und wegen versuchten Mordes? Gerne, ich bleib dran. Danke. Vielleicht will sich dieser Tim Leiker ja an den beiden Männern rächen, die ihn damals ins Gefängnis gebracht haben. Also, Herr Verteidiger, der Gedanke ist mir natürlich ganz genauso gekommen. Es wird auch ganz genau passen. Danke. Danke, das reicht. Danke. Wiederhören. Und? Vor 5 Monaten wurde er bereits entlassen. Dann hat dieser Schuss offenbar nie der Frau Birk gegolten, sondern Herrn Seelhoff. Es ist niemals um die Ehe der Birks gegangen. So wird's sein. Siehst du, Maike? Naja, so ganz ohne Beweise will ich es mal so nicht glauben. Ne? Herr Staatsanwalt, ich habe das vorhin mal genau mitgeschrieben, was der Herr Seelhoff wortwörtlich gesagt hat in seiner ersten Vernehmung. Die Frage zunächst, als der Schuss auf Frau Birk gefallen ist, haben Sie da gesehen, was passiert ist? Antwort von Ihnen, Herr Seelhoff. Nein, leider nicht, weil ich mich gerade gebückt habe, als der Schuss gefallen ist. Zusatz von Frau Birk. Mir sind meine Taschentücher runtergefallen und Herr Seelhoff wollte sie aufheben. Zusatz, Herr Staatsanwalt, Sie. Und hat so ungewollt die Schussbahn auf Sie freigemacht. Scheinbar ist die Frau Birk getroffen worden, weil das eigentliche Ziel, der Herr Seelhoff nämlich, unerwartet aus dem Bild verschwunden ist. Naja, möglich ist das allemal. Und Sie sind sich sicher, diese Tätowierung, die hier bei der Täterbeschreibung genannt ist, Amazone am linken Oberarm, dass Sie die damals auch vor Jahren bei diesem Herrn Leiker gesehen haben? Genau, deshalb bin ich ja gerade erst mal aufmerksam geworden. Also, von der Beschreibung her bin ich mir sogar sehr sicher. Auch der Rest passt, ja. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass es sich bei den beiden Schützen um ein und dieselbe Person handelt, ja, Herr Staatsanwalt. Nicht vorschnell. Was ist denn mit dem Projektil, das da den Herrn Unstedt getroffen hat? Ist das schon analysiert worden? Ja, heute Mittag jedenfalls auch nicht. Ne? Das ist ja, hat zum einen eine Arterie verletzt, ist dann wohl in einem Rippenknochen stecken geblieben. Und da konnte es keinen weiteren Schaden mehr anrichten. Man hat sich also erstmal um die anderen Verletzungen gekümmert, die gravierender waren.
Mehr weiß ich jetzt nicht. Das heißt, wir sollen das Ergebnis einfach auch mal abwarten. Ja. Eine Frage habe ich noch an Sie. Hat dieser Tim Leiker jemals versucht, zu Ihnen oder zu dem Kollegen Unstedt Kontakt aufzunehmen? Sind Sie irgendwann mal bedroht worden von ihm? Also vom Günther habe ich jetzt nichts gehört vorher. Ja. Aber bei mir muss ich sagen, bedroht worden bin ich jetzt auch nicht. Aber da war vor einigen Jahren mal eine Geschichte, die mir schon ein bisschen unheimlich vorgekommen war. Und was war das für eine Geschichte? Das war circa ein Jahr nach dieser Geschichte mit dem Tankstellenüberfall. Ja. Da habe ich einen anonymen Briefumschlag zugeschickt bekommen. Aha. Und in dem Briefumschlag, da war eine dieser Gedenkkarten drin, die immer gedruckt werden, wenn jemand stirbt, also mit dem Porträt des Toten. Und diesmal war eine Dame auf diesem Porträt und das war die Patricia Seibold, die damalige Freundin von Tim Leiker. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass eventuell einer seiner Kumpels mir das geschickt hat. Klar. Ich glaube, wir sollten versuchen, mit dem Herrn Leiker zu sprechen. Wir sollten diese Spur auf jeden Fall weiter verfolgen. Ja. Dann ergeht folgender Beschluss. Also Sie bleiben erstmal unvereidigt. Dankeschön. Sie sind auch für heute natürlich entlassen. Ja. Dann ergeht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung in 4 Tagen. Bis dahin sollten wir schauen, dass wir mit dem Herrn Leiker sprechen können. Und bis dahin müsste vor allem auch das Ergebnis der ballistischen Untersuchung vorliegen, dass wir diese beiden Projektile vergleichen können. Mhm. Gut. Für heute ist die Sitzung geschlossen. Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Philipp Böck wegen versuchten Mordes wird hiermit fortgesetzt. Wir hatten die Hauptverhandlung ja unterbrochen, weil der Zeuge Seelhoff, Herr Seelhoff, der in diesem Fall Zeuge war, ja einen weiteren möglichen Tatverdächtigen namens Tim Leiker ins Spiel gebracht hat. Und diesen Herrn, den habe ich heute hier geladen. Der Angeklagte, der hat in seiner Vernehmung ebenfalls von einem Mann gesprochen, den er in der Nähe des Tatortes beobachtet haben will. Und die Beschreibung, die er von diesem Mann abgegeben hat, die deckt sich doch sehr mit der Beschreibung, die der Herr Seelhoff von diesem Herrn Tim Leiker gegeben hat. Und nachdem Sie sich sicher sind, dass Sie den Herrn auch wiedererkennen würden, habe ich jetzt eine Wahlgegenüberstellung veranlasst und arrangiert. Dazu haben sich einige Herren von der Polizei bereit erklärt, daran teilzunehmen. Der Herr Leiker, der hat die letzte Nacht in der Haftzelle der Polizei in Paderborn zugebracht, war also nicht in derselben JVA wie Sie. Und auch im Gerichtsgebäude hier ist peinlich heute darauf geachtet worden, dass die beiden sich nicht begegnen. Dann bitte ich jetzt die Herren zur Wahlgegenüberstellung hier hereinzubringen. So, kommen Sie doch bitte hier nach vorne, nehmen Sie, stellen Sie sich mal bitte hier auf. Bitte. So, Herr Böck, wenn die Herren stehen, dann schauen Sie sich die bitte doch alle mal genau an. Und dann sagen Sie mir, ob Sie einen der Herren wiedererkennen. Der war's, auf jeden Fall. Können Sie es genau sagen, von rechts? Der dritte von rechts. Der dritte von rechts. Gut, dann bitte ich jetzt die Herren von der Polizei, dass sie bitte wieder gehen und den Herrn Leiker bitte stehen zu bleiben. Ja? Und die Polizeibeamten, die können bitte dann gern draußen die Handschellen auch wieder ab. Danke, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben und Zeit genommen haben. So, dann bitte ich zur Protokoll zu nehmen, dass der Angeklagte den Zeugen Tim Leiker bei der Wahlgegenüberstellung identifiziert hat als den Mann, den er am Tatort gesehen haben will. Würden Sie bitte mal die Jacke so weit abnehmen, dass wir sehen können, ob er am linken Oberarm eine Tätowierung hat? Ja, zeigen Sie es bitte mal. Aha. So, und dann nehmen Sie doch bitte Platz. Ich würde Sie jetzt gerne als Zeugen hier vernehmen. Ich sitze nicht gern, kann ich auch stehen? Ich wüsste keinen Grund, warum Sie hier stehen sollten. Setz dich bitte hin. So, und dann hören Sie sich mal meine Belehrung an. Sie müssen als Zeuge hier die Wahrheit sagen. Es wäre auch schön, wenn Sie sich ein bisschen ordentlich hinsetzen und mich anschauen bei der Gelegenheit. Ist das Gesetz? Bitte? Ob das Gesetz ist? Vielleicht das Gesetz der Höflichkeit, oder? Das können wir doch erwarten. Und ich würde Ihnen einfach ganz gerne in die Augen sehen, während ich mit Ihnen spreche. Also, Sie müssen hier die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Tim Leiker, 34 Jahre alt. Sie sind wohnhaft in Paderborn, ledig, gelernter Steinmetz, zuletzt jetzt ohne Beschäftigung. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten Birk sind Sie nicht. Spitze aufgesagt. Wenn irgendwelche Gefahr besteht, dass Sie sich durch eine wahrheitsgemäße Aussage hier selbst belasten, müssen Sie auf Einzelfragen gar nicht antworten. Ich sage das in Bezug auf das Ermittlungsverfahren gegen Sie wegen versuchten Mordes. Ja? Als Adresse habe ich hier bei dem personalen Übergangswohnheim für entlassene Strafgefangene in Paderborn. Da hat man Sie aber nicht angetroffen, man hat Sie jetzt nach 2 Tagen in der Waldhütte gefunden.
In dem Heim wohnen nur Kriminelle. Da ist man noch nicht mal sicher. Ich gehöre in so ein Heim. Was soll ich denn da? Also sind mir die Menschen eh so ein bisschen total unsympathisch. Unsympathisch. Und der Frank Seelhoff und Günther Unstedt, sind denen vielleicht auch unsympathisch? Ist der eine nicht ein Bulle? Und der andere Vogel arbeitet doch auch hier, oder? Glauben Sie, die mögen mich, weil ich so ein böser, böser Junge bin? Moment mal. Herr Leike, die Frage war nicht, ob die beiden Sie mögen, sondern ob Sie eine Abneigung gegen die beiden haben. Wenn die beiden mich nicht mögen, mag die Typen auch nicht, okay? Ach so. Geht die Abneigung vielleicht so weit, dass Sie auf die beiden Herren schießen? Glauben Sie, dass ich so schlimm bin? Ich schon. Dann weisen Sie es mir doch nach. Aber glauben doch nicht im Ernst, dass ich Ihnen dabei helfe, oder? Dann versuchen wir es doch mal anders. Wo waren Sie am 28. Juli 2007, so gegen 22.20 Uhr? Weiß ich nicht. Ich war einfach irgendwo. Seitdem ich aus dem Knast bin, ist es mir total sowas von scheißegal, wo ich bin, wann ich wo bin und sonst irgendwas. Das ist mir echt, das juckt mich nicht. Außer sich vielleicht an den beiden Männern zu rächen, die Sie für den Tod Ihrer Freundin verantwortlich machen? Bekomme ich keine Antwort? Na schön. Herr Vorsitzender, dürfte ich noch mal den Zeitungsartikel sehen, den man bei Herrn Leiker gefunden hat? Den dürften Sie gerne sehen. Hier ist er, prima. Schauen Sie mal, Herr Leiker. Das ist ein Zeitungsartikel über den Polizeisportverein. Cool. Und sehen Sie mal, wen Sie da rot eingekreist haben. Das ist Frank Seelhoff. Und schauen Sie mal, wen Sie da auch noch obendrein ausgeixt haben. Günther Unstedt. Ja, und? Wieso haben Sie es gemacht? Ich dachte mir, wenn man in der Zeitung ist, dann ist man doch irgendwie prominent, oder? Und da war ich natürlich ganz aufgeregt, weil ich jetzt zwei richtige Prominente kenne. Also Moment mal, ja. Wir kennen uns nicht. Ich war nur bei Ihrer Verhaftung dabei, ja? Haben Sie nicht vielleicht auch meine Freundin umgebracht? Meine Freundin ist von einem Auto überfahren auf der Autobahn, ja? Und Sie und Ihr Kollege haben Sie da hingehetzt. Da würde ich mal doch sagen, dass wir beide uns um irgendeine Ecke doch irgendwie kennen, oder? Frank Seelhoff, 43 Jahre aus Paderborn. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Leike. Der Herr Seelhoff hat niemand in den Tod gehetzt, ja? Patricia. Ich habe mir die alten Akten von damals genau angesehen. Weder dem Herrn Seelhoff noch dem Herrn Unstedt kann man irgendeinen Vorwurf machen für den Tod ihrer damaligen Freundin. Aha. Jetzt kommen wir aber zu dem noch mal hier zurück. Wieso haben Sie da die beiden Köpfe eingekringelt und wieso haben Sie den Kopf des Herrn Unstedt auch noch durchgestrichen? Stand nicht in der Zeitung, dass der Mann tot ist? Da habe ich mir gedacht, weg ist weg, ja? Weggeixt, ausgeixt, tschüss, ne? Sie haben gedacht, Sie hätten Günther Unstedt mit dem Schuss auf ihn tödlich verletzt? Deshalb haben Sie ihn da auf dem Artikel ausgestrichen. Und den Herrn Seelhoff, den haben Sie verfehlt. Und deshalb haben Sie auch seinen Kopf nur einmal rot umrundet. Haben Sie bei mir eine Wumme gefunden? Nein, aber... Was soll ich dann also hier? Es ist Schwachsinn. Mhm. Ich sag's, warum Sie hier sind. Ich kann es Ihnen genau erklären. Sie sind hier, weil der Angeklagte Birk Sie bei diesem Feuerwehrfest gesehen haben will. Und zwar so, dass Sie sich versteckt haben hinter einer Mauer, jedes Mal, als sie gesehen wurden. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig unglaubwürdig klingt er da nicht. Zumal, wenn er sie aus einer Reihe von anderen Männern herauskennt. Hm? Ist ja wohl nicht besonders schwierig, unter den ganzen Milchfratzen den einzigen Bad Boy rauszupicken, oder? Mhm. Jetzt konnte sich aber dummerweise der Herr Birk auch daran erinnern, dass der Mann, den er da gesehen haben will, einen hellen Trenchcoat getragen haben soll. Schauen Sie mal darüber, was hängt denn da? Ein heller Trenchcoat? Heller Trenchcoat. Und den hatten Sie an, als er festgenommen wurde. Und soll ich Ihnen noch was sagen? Der Täter, der auf den Herrn Unstedt geschossen haben soll, der soll auch so einen Trenchcoat angehabt haben. Ist ja nicht wahr. Oh, Philipp, es tut mir so leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Und inzwischen liegt mir auch ein Gutachten vor. Und zwar ein Vergleichsgutachten über die beiden Projektile. Und das eingereichte Projektil vom Fall 1 stimmt mit dem eingereichten Projektil von Fall 2 überein. Beide wurden aus derselben Waffe, und zwar höchstwahrscheinlich einer Glock 17L, abgegeben. Ja? Das bedeutet, dass es sich bei den beiden Schützen um ein und dieselbe Person gehandelt haben muss. Und mein Mandant, der kann zumindest den zweiten Schuss, den auf Günther Unstedt, nicht abgegeben haben, weil er ja in Untersuchungshaft gesessen ist. Naja, trotzdem könnte Ihr Mandant auf seine Frau geschossen haben und die Pistole dann entsorgt haben. Das Gegenteil ist jedenfalls nicht bewiesen. Also, Herr Staatsanwalt, das wäre schon ein arg großer Zufall, wenn der Finder dieser Pistole dann ausgerechnet auf den Günther Unstedt schießen würde. Einen Bekannten von Frank Seelhoff, der dem ersten Schuss selbst nur knapp entkommen ist. Herr Leiker, es gibt Zeugen, die wollen gesehen haben, wie Sie auf Günther Unstedt geschossen haben. Ja, schön für die. Herr Leiker, wollen Sie noch irgendwas sagen zum Vorwurf? Irgendwas Konstruktives, was uns weiterbringt? Für diesen investigativen Meisterleistung kriegen Sie alle einen Pokal, das glaube ich auch ganz bestimmt.
Herr Leiker, Sie werden wieder ins Gefängnis gehen. Das ist doch alles egal, ob ich drin oder draußen bin, Mann. Das hat doch keinen Sinn, ob ich jetzt hier irgendwie meine Zeit auf der Straße sitze, im Kino abhänge, was weiß ich, irgendwie mir einen Strumpf stricke, dann bin ich entweder drin. Naja, Sie haben es ja ganz offensichtlich nicht anders gewollt. Dann bleibt der Zeuge unvereidigt, nehmen Sie ihn bitte nach hinten auf die Bank. Wir nehmen dann noch in Augenschein förmlich diesen Zeitungsartikel. Es kommt noch zur Verlesung der Auszüge aus dem Bundeszentralregister. Keine Eintragungen, also Sie sind bisher nicht vorbestraft. Waren noch weitere Anträge gestellt oder Erklärungen abgegeben? Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, Ihr Plädoyer bitte. Hochrichter, Herr Verteidiger, Herr Vorländer, Sie haben recht. Wahrscheinlich war meine Überlegung wirklich ein bisschen weit hergeholt, dass Ihr Mandant erst auf seine Frau geschossen hat und dann die Pistole entsorgt hat. Es spricht auch sehr viel dafür, dass es Herr Leiker war, der zunächst auf Herrn Unstedt geschossen hatte und dann später auf Frau Birk, wobei er letztere gar nicht treffen wollte, sondern unseren Herr Seelhoff. Das Motiv haben wir, denke ich, ausreichend hier erörtert, aber dennoch bedarf es sicherlich noch einiger weiterer Aufklärung in dem Verfahren dann gegen Herrn Leiker. Aber bereits jetzt sind so viele Zweifel da, was die Schuld des Angeklagten anbelangt, dass das Ganze nur einen Antrag aus meiner Sicht zulässt, Freispruch. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Herr Leiker, Sie haben gesagt, Ihnen ist alles egal. Sie haben aus Ihrer Sicht nichts mehr zu verlieren. Sie hatten nur noch ein Ziel, Rache. Herr Leiker, das ist so krankhaft, was Sie da gemacht haben. Und ich bin heilfroh, dass bei Ihrem sinnlosen, krankhaften Rachefeldzug zum Glück niemand tödlich verletzt worden ist. Und ebenso froh bin ich darüber, dass sich die Unschuld meines Mandanten herausgestellt hat. Ich beantrage natürlich Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Birk, Sie selbst können auch noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ich habe nichts mehr zu sagen. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Philipp Birk wird freigesprochen. Er ist für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen, die auch die Kosten des Verfahrens sowie seine notwendigen Auslagen trägt. Nehmen Sie bitte Platz. So geht der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Paderborn vom 29.07.2007 wird aufgehoben. Herr Birk, es sprach nun mal zunächst alles gegen Sie. Sie hatten unmittelbar vor dem Anschlag einen schweren Streit mit Ihrer Noch-Ehefrau. Entgegen Ihren Angaben hat Ihre Mutter Sie überhaupt nicht nach Hause kommen gehört. Und Sie hatten Schmauchspuren an der Hand, aber das lässt sich anders erklären. Als Biathlet waren Sie am Schießstand und haben halt vielleicht wirklich mal mit einer anderen Waffe geschossen. Nun deutet alles auf den Herrn Leiker hin, sowohl der Anschlag auf den Herrn Unstedt als auch der Anschlag in der Festhalle sind mit der gleichen Waffe und deshalb wohl vom gleichen Täter ausgeübt worden. Zeugen des Anschlags auf den Herrn Unstedt haben eine Beschreibung abgegeben, die genau auf Sie passt, einschließlich Ihrer Tätowierung. Und der Angeklagte, der Sie vorher nie gesehen hat, außer wohl an der Festhalle, der hat Sie bei einer Gegenüberstellung wiedererkannt. Sie waren der Täter. Sie haben aber mit Frau Birk überhaupt nichts zu tun, aber mit dem Herrn Unstedt und mit dem Herrn Seelhoff. Die beiden machen Sie nämlich verantwortlich für den Tod Ihrer Freundin. Aber ich sage Ihnen mal eins dazu. Nicht wer Verbrecher stellt, ist schuld am Tod des Verbrechers, sondern wenn, dann derjenige, der den anderen mitgezogen und in so einen Raubüberfall hineingehetzt hat. Ja? Und wer weiß, vielleicht ist dieser immense Hass, der Sie haben, ja nur eine Ablenkung sich selbst gegenüber davon, dass Sie verantwortlich sind und sich auch verantwortlich fühlen für den Tod Ihrer Freundin. Sie wollten uns ganz generös einen Pokal überreichen für unsere Ermittlungsarbeit. Das lehnen wir dankend ab. Wenn jemand hier einen Pokal verdient hätte, dann wäre es hier der Zeuge Frank Seelhoff, nicht weil er seit vielen Jahren hier keinen Tag versäumt hat, sich dadurch unverzichtbar, unersetzlich gemacht hat, nein. Ja, und deswegen bin ich natürlich auch froh, dass Sie hier nur eingekringelt sind und nicht durchgestrichen. Nein, in erster Linie stellvertretend. Stellvertretend für alle, die nicht nur höflich mal ein Päckchen Taschentücher aufheben, sondern alle, die sich einmischen. Einmischen, wenn irgendwo ein Streit zu eskalieren droht oder wenn eben eine Tankstelle überfallen wird. Alle, die Zivilcourage leisten, stellvertretend dafür. Und Herr Seelhoff, so einen Pokal müssen Sie aber nicht von einem wie ihm annehmen. Den zahle ich aus meiner eigenen Tasche. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Herr Leiker, wir sehen uns gleich beim Haftrichter. Sie nehmen ihn bitte mit, ne? Danke. Tim Leiker wurde wegen versuchten Mordes in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt.